So, wir sind heute auf dem Weg und holen unsere Rinder ab. Und wir fangen damit an. Also zur Info, die Schlachterei ist keine 300 Meter von hier da drüben. Werden die Tiere geschlachtet. Und wir treffen uns jetzt hier mit Peter. Und der zeigt uns seine Rinder, die wir uns hier gleich angucken werden. Also hier haben wir schon mal ein paar Rinder. Peter, was haben wir hier für Rinder? Hereford heißt die Rasse. Das ist ein englisches Rind. Schon lange auf Fleischleistung gezüchtet. Und wir machen hier so eine sogenannte Mutterkuhhaltung. Das heißt also, die Kälber werden geboren bleiben bei der Mutter. Tja, eigentlich so lange wie es geht. Na, mindestens ein Jahr länger. Okay, und warum züchtest du Rinder? Erzähl doch mal, du machst das, du beschäftigst dich ja mit dem Thema ja eigentlich schon dein ganzes Leben lang, oder? Ja, ich bin pensionierter Tierarzt auf Deutsch gesagt, bin 70 Jahre alt und habe 40 Jahre eine große Praxis gehabt mit Schwerpunkt Rindern, hier 5 Kilometer weg. Habe so in meinem Schnitt, ich sag mal, diese Praxis hat so 10.000 Rinder betreut. Und naja, und als ich denn alt war und ausgeschieden bin aus der Praxis, habe ich mir noch ein Hobby gesucht. Und wir haben, wir haben auch selber ein bisschen Land, so 10 Hektar. Und da hat sich das halt ergeben. Wir haben ja gerade, habe ich gerade eben schon erzählt, die Schlachterei ist ja wirklich hier die Straße rüber. Das ist ja keine 5 Minuten, die kann man vom Prinzip zu Fuß rüberbringen, oder? Richtig. Ich habe gerade gesagt hier zu deinem Kollegen, manchmal überlege ich, nehme ich den Strick oder lade ich ihn auch erst auf den Anhänger, wenn ich einen rüberbringe. So, wie viel Rinder hast du jetzt? 50 sind hier jetzt. So, und die sind ja jetzt im Moment noch hier im Unterstall. Der Rest des Winterquartiers, oder? Sind auch schon wieder welche auf der Weide? Nee, noch nicht. Die kommen so, was weiß ich, kommt drauf an, wie das Gras wächst. So in 14 Tagen, 4 Wochen. Das Problem ist ja, das hast du ja mal erzählt, dass bei 10 Grad das Gras nicht wächst unter 10 Grad. Stimmt das? Das stimmt wohl, ja. Naja, also eigentlich haben wir genug Land und das wird auch nicht so doll. Wir sind zwar kein Biobetrieb, aber wir düngen ganz mäßig so, ne? Ein Doppelzender auf einen Hektar, das ist ja nicht viel. Und vom Prinzip düngen die Kühe sicher die Wiese schon selbst, oder? Naja, bloß du entnimmst natürlich doch was, ne? Wenn so ein Rind zum Schlachter kommt, dann siehst du ja, der sind 500 Kilo weg. Und das ist aus dem Gras entstanden, also musst du da auch was nachlegen. So Leute, die so tun, als wenn das immer so aus heiterem Himmel wächst, so geht das auch nicht. Von nichts kommt nichts. So, und was essen die jetzt im Moment, so über den Winter? Das ist Silage, also Gras, getrocknetes Gras oder angewelktes Gras. Und das passt hier eigentlich ganz gut. Der Landwirt hier, der hat aufgehört mit der Viehhaltung, hat allerdings auch noch ein paar Rinder. Und der handelt so mit Futter. Beliefert Reitställe. Und da hat er denn ja auch manchmal was nicht so toll ist, aber was für Rinder immer noch gutes Futter ist. Manchmal, jetzt ist es ein bisschen feucht, aber meistens kriegen sie ziemlich gutes Heu. Und dann kriegen sie immer Lecksteine, da so Mineralfutter, da lecken sie dran und das ist alles. Peter, du hast gerade noch mal was ganz Spannendes erzählt, wie ich finde, dass du sagst, ein Bulle oder allgemein ein Rind setzt erst mit 18 Monaten fängt das erst an, Fett einzulagern und zu marmorieren. So ist es. Und die Jungbullen, die so auf den Markt kommen, speziell so Lidl, Aldi und so weiter, die als Jungbullen immer angepriesen werden, die sind meistens jünger. Das heißt also, sie können rein theoretisch gar kein Fett an oder gar keine ordentliche Marmorierung bilden. Ein bisschen Fett ansetzen tun sie natürlich. Aber diese feine Marmorierung, die braucht Zeit und die passiert eben erst so mit 20 Monaten und älter. Ja, verstanden. Ja, verrückt. So, wir sind heute bei Norbert in der Schlachterei, wo wir unsere tollen Rinder herkriegen. Hier vorne hat sich Peter versteckt. Peter ist der Rinderzüchter. Ja, wir wollen euch mal zeigen, wo das tolle Fleisch herkommt. Was haben wir jetzt hier, Norbert? Ja, das ist wie gesagt eine Pferde, so wie sie sein soll. Wir haben eine schöne Marmorierung. Das heißt nicht irgendein Fleisch, sondern nur das Beste. Da sieht man richtig dieses intramuskuläre Fett. Und das brauchen wir für ein anständiges gutes Steak. Muss schön marmoriert sein. Wie gesagt, nur das Beste, Filet und Rumpsteak. Den wollen wir dann gleich mal auslösen.
Jetzt haben wir, ich sag mal, das ist ja schon richtig gut, die Marmorierung diesmal hier, ne? Also ja. Das ist ja wirklich richtig, richtig gut. Jetzt, wie lange ist das jetzt gereift? Das ist immer mindestens 14 Tage, 3 Wochen gereift. Dann sprechen wir von anständigem Steak. Das heißt, wenn wir schlachten würden und gleich wieder das verzehren würden, das ist nichts. Wir brauchen immer eine gute Reifung, damit die Aminosäuren die Fasern so ein bisschen zersetzen. Die bilden Geschmack für das Ganze nachher. Und das können wir nur durch Reifung. Das braucht mindestens 14 Tage. Besser ist noch 3 Wochen oder ein Gangfreier mitunter auch noch etwas länger. Aber auch wieder da sind wieder Verluste, was über das abhängt. Man sagt immer, pro Tag verliert ein Rind 1-1,5%, wenn es hängt. So, und wenn man so ein Rind hat, auf der Weide, hat das ca. 600, 650? 650 Kilo, genau. So, das heißt, wie viel hat es nach dem Schlachten? Nach dem Schlachten hast du, wenn du Glück hast, du hast ein gutes Rind, hast du die Hälfte. Dann hast du noch 300 Kilo am Haken. So, von den 300 Kilo am Haken haben wir ungefähr 150 Kilo Fleisch. Auch wieder, wenn es sehr gut ist. Und ein gutes Fleisch ist ja leider immer das Fett, wie man hier sieht, die Fettabdeckung. Und da wirst du deine 50% nicht halten können. Das ist was das ist. Das ist zu viel. Du siehst jetzt hier haben wir das Filet. Und da ist auch wieder das gleiche Problem wie überall. Das ganze Rind hat höchstens 1,5-2% vom Gewicht des Filet. Was haben wir gedacht? Wir haben gesagt, 300 Kilo am Haken. Das heißt, jetzt hat so einer nachher 1,5 Kilo, so ein Filet. Und das macht das Ganze natürlich auch teuer. Und man sieht, das ist halt auch richtiges Handwerk, ne? Sonst auch. Das ist Handwerk, genau. Wir sehen jetzt hier unseren Kunden auch, ne? Landschlachterei, da gibt es nicht mehr viele von. Und das ist das ganze Supermarkt-Rind, was man hat. Das ist ja höchstens 2 Tage abgehangen, oder? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, oder? Die Schlachthöfe haben ja das Problem, die müssen schlachten. Und um das Ganze wieder loszuwerden, muss es am liebsten zerlegt werden, auch verpackt werden. Und die sagen, wie wir sind schon sagten, 1,5% pro Tag. Das können die sich nicht leisten. Die rechnen ja mit 3-stelligen Komma, deshalb wird ja heute geschlachtet und morgen verpackt. Und das ist jetzt quasi das. Das ist das Filet. Da sieht man aber, was hier noch alles dran ist. Ja. Und da sagen wir Kette zu. Und das schneiden wir nun weg. Das kommt auch ins Hack? Auch da nicht. Du kannst das Hack nicht zu fett machen. Auch da gibt es ja Qualitätsansprüche. Und wenn wir das jetzt wieder zu fett machen würden, dann wäre das einfach mal zu toll beim Braten. Das bricht ja aus. Also ein gewisser Grad muss mit rein, bis auch wieder Geschmack das Fett. Aber zu fett ist er ja auch nichts. Deshalb müssen wir da leider einen Teil abschneiden. Man sieht das kaum. Also ich bin schon knapp 50. Du siehst ja schon noch jung aus. Ja, und ich habe auch relativ früh den Meister gemacht. Ich habe damals hier mit 21 schon gemacht. Oh, das ist überraschend. War damals einer der Jüngsten. Ich habe meine Meisterschulung damals in Frankfurt gemacht. Hab damals noch, da hat man immer so Wanderjahre zu gesagt, Gesellenjahre. Also ich war in Frankfurt, ich war in Nürnberg und ich war auf der Insel Sylt. Hab da dann als Geselle gearbeitet. Über so ein halbes Jahr und hab dann anschließend gleich den Meister gemacht. Und wie bist du dann hier in den Norden gekommen? Hier an diesen Ort? Ja. Den hatte, wie gesagt, mein Vater schon. Wie gesagt, wir sind jetzt in der dritten Generation. Die dritte Generation ist drüben am Föhn. Oder nee, noch keiner dabei. Also jetzt sind meine Jungs gerade am Lernen. Ich habe 2 Stück davon, bin ich ganz stolz drauf. Beide auch Metzger. Beides Metzger, genau. Und ich habe den Beruf auch von meinem Vater gelernt. Der hat seit 1971 hat er hier im Ort hat er die Fleischerei. Also seit 1971 gibt es Familie Neithardt, die Metzgerei Neithardt. Das ist ja schon auch nicht lange. Und hat immer schon darauf Wert gelegt, das hat mein Vater schon, auf eine eigene Schlachtung, dass er sagen konnte zu seinen Kunden, ich suche die Tiere selber aus. Und das, was ihr vorne bekommt, oder jetzt in eurem Falle, finde ich echt hochachtungsvoll. Aus Hamburg nach Holz gefahren, das finde ich mal eben in der Ecke. Das zeichnet euch aus, dass ihr sagt, also es ist nicht egal, was für ein Steak, sondern wir wollen was Gutes. Und das ist echt ein Pluspunkt, da muss man sagen, gut ab. Ja, aber hier stimmt ja auch das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Ne? Wir haben gerade Killer gesehen, ja. Wie der das hier natürlich wachsen lässt. Dann wird das hier geschlachtet, wenn ich dann in Hamburg auf den Schlachthof gehe. Das Doppelte für die doppelte Qualität. Ja, und das wie gesagt, aber zeichnet euch auch, dass ihr sagt, ihr nehmt das gekauft. Das finde ich toll. Ja, absolut. Und davon leben ja auch die kleinen Schlachter.
Wir wollen nicht größer werden, also ich will gar nicht riesig groß werden und schlachten. Ich bin mit dem zufrieden, was wir haben, und das wollen wir auch so festhalten. Und da passt natürlich das Konzept. Vormarkt für Schlachtvieh, letzte Ausbildung? Ja, da wird jetzt gerade, das war früher nicht so, früher war es einfach ein Teil des Jobs. Das hat sich vor 10, 15 Jahren gewandelt. Da wird jetzt wieder der Schwerpunkt mehr auf nur Schlachten, nur Wurst machen oder nur zerlegen. Das heißt, alles wird aufgeteilt. Oder halt, was jetzt immer mehr wird, das sind Supermärkte mit dem Verkauf. Und wer schlachtet bei euch immer? Du? Ich auch, ja, selbstverständlich. Wir müssen oder jetzt mittlerweile auch der Junior, alle sind ja alle dabei. Das ist ja wieder bei so einem kleinen Familienbetrieb. Ist selbst mein Vater noch teilweise damit bei. Und halt meine Jungs. Wir bilden viel aus. Ich habe bis zu 6 Lehrlinge, die wir hier haben. Und wie ist das so im Generationsbetrieb? Bist du auf Schacht? Nö. Oder geht's? Nö. Also das geht echt super. Es gibt immer mal Meinungsverschiedenheiten. Aber das Prinzip, das steht, wir wollen Qualität, wir wollen was Gutes. Und da sind wir uns alle einig. Wir wollen eigene Tiere aussuchen, wir wollen das alles so beibehalten, wie es jetzt ist. Wenn du mir den Rücken machst, machen deine Jungs jetzt eine Keule fertig. Ja, was ist jetzt ein Vorderfell gewesen? Also Schulter. Genau. Das ist der Vorderfellbereich, da hast du jetzt vorne das Entrecot, das ist nur das erste Stück vom Nacken. Ah, okay. Und der hintere Teil nachher, da läuft also sozusagen der Steg aus, läuft bis hier vorne hin. Und der hintere Teil, das ist nur was zum Schmoren, für Gulasch, für Hack. Aber ist das nicht komisch, dass man hier das so zart hat und dann auf einmal wird es zum Schmorfleisch? Woran liegt das? Das liegt ganz einfach da dran. Also das ist das Rumpsteg. Du siehst einmal, hier hinten läuft das flach aus, sozusagen in die Hüfte über. Okay. Und hier vorne, da ist genau das gleiche, das Gegenteil. Da geht es über in den Nackenbereich und läuft dann spitz zu. Das ist dann nicht mehr praktisch das Stegende der Muskel, ist da zu Ende. Okay. Und geht in den Teil über. Das heißt, man kann nicht alles verstehen. Ne? Ich könnte das Steg ja so, wie es ist, in Scheiben schneiden. Aber ich habe nicht die gleiche Qualität. Das ist eben, wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen beputze. Die Kette ist ein anderer Muskel, sagen wir mal. Das gehört nicht zum Steg selber. Ja. Das ist auch gerade vom Schneiden, vom Essen dann her auch. Genau. Das kann man mal, wenn du als Kochfeller, ja, kann man das selber machen. Oder wenn man es auf dem Smoker macht, das Ganze einfach da, dann wird das natürlich auch. Aber wenn ich das auch ziemlich kurz gefahren ist, muss ich einfach mit dem Schluss die Quelle, und hier sieht man, das auch so ein starkes Lachen macht. Das muss halt ein bisschen weg. Ne? Und jetzt bleibt auf unser jeweils 15 Kilo, bleiben nur noch 500. Die machen ja bei uns in der Kiste, ist ja jedes Teil gleich im Preis. Ne? Die kriegen ja eine Box, ja, mit 4,5 Kilo und das ist der Querschnitt vom ganzen Rennpferd. Ne? Also man kriegt Keule, man kriegt Hüfte, Nacken schon verarbeitet bei uns. Wir haben eine ganz tolle Rinderwurst, habt ihr mal gemacht, jetzt für den Sommer, die wir mitverkaufen wollen. Das macht auch Sinn, so wie es ist oder so wie ihr es macht. Es macht ja keinen Sinn für euch, jetzt die Rinder zu schlachten und die Steaks zu verkaufen. Nö. Das wäre auch nicht produktiv und auch nicht, wie sagt man, nachhaltig. Das ist ja jetzt auch gerade ein Trend. Man müsste Mischpakete, wie gesagt, alles enthalten ist. Das Rind hat ja leider nicht nur Steaks und hat ja auch die anderen Teile. Und wenn man das vernünftig machen will, auch für den Erzeuger, dann muss das Ganze gemischt sein. Ja, es geht ja auch darum, dass die Leute so ein bisschen auch bewusst sein. Ich finde das gut. Ich finde das gut, dass es so ein bisschen nahegelegt ist. Die sollen das nochmal verstehen. Also wir kriegen ja ganz viel tolles Feedback, dass die Leute sagen, boah, der Rinderbraten war ja nicht so gut. Oder selbst das Pulpit, was wir aus den Abschnitten machen, das Sack ist ja bei so 3 Wochen gereicht, die Fleisch auf die absolute Geheimwaffe. Ne? Also es schmeckt ja wirklich ganz anders, wie das, was man im Supermarkt einfach kennt. Ne? Und das kriegst du halt nur durch diese Reifung. Es muss am Knochen gereicht sein. Wenn wir gleich nochmal ins Kino ausgehen, mal gucken, wie wir da haben. Da habt ihr gestern 3 Wagyus geschlachtet, Kreuzung. Ja. Von Peter. Ja, genau. Da kann man sich die auch nochmal angucken, auf jeden Fall. Und wie gesagt, diesen Geschmack, und das kriegst du nur hin durch diese Knochenreifung. Du kriegst es nicht hin, heute schlachten, morgen vakuumieren, so wie der Großhandel es macht. Das kriegst du nicht hin. Das ist ein anderer Geschmack. Was schneidest du da jetzt noch raus? Dazwischen. Die Zwischenrippen.
kann man auch immer noch, man könnte diese Short Ribs kann man auch noch von machen. Ist aber wie gesagt für den Verbraucher, sie müssen eigentlich ein bisschen vorgegart sein. Man kann sie nicht so wie sie sind auf den Grill packen, das wird hart. Also das muss ein bisschen vorgegart sein. Beeftee kochen wir da jetzt noch draus, wir haben jetzt letztens Hochzeits. Ja. Und auch da wieder die Nachhaltigkeit, finde ich toll bei euch, dass ihr die Knochen, dass ihr alles verwertet. Das ist auch nicht immer... Ja, lass uns immer alles einpacken von dir, genau. Ne? Leber, genau. Ganz tolle Leber, packen wir auch mit in die Pakete rein. Aus allem noch was machen, das ist immer das Tolle, das kann auch nicht jeder. Die meisten Stäbchen kaufen kann jeder, aber das ganze Rindformat, das sind die wenigsten. Ja. Sehr gut. So, wollen wir mal hinten gleich rumgehen, aber gucken wir uns das mal an. So, jetzt gehen wir in die Schatzkammer. Das ist ja schon. Jetzt müssen wir mal schauen. Eine Frau wird hier eine Nummer. Nichts ist so sicher wie das deutsche Rindfleisch. Es ist tatsächlich so, das ist kein Witz. Wir müssen, jedes Rind braucht einen Pass. Ohne Pass dürfen wir nicht schlachten. Das Ganze müssen wir dokumentieren mit einer Schlachtnummer. Eine Schlachtnummer drauf. Eine Schlachtnummer. Und die muss fortlaufen sein und das Ganze muss dokumentiert sein. Das halt immer nachzuvollziehen ist, wo kommt welches Rind her, wem gehört was. Und ohne den, das ist die nächste Generation, was möchte ich tun? Das ist dein Sohn? Ja, ist der Sohn, jo, der mittlerste. Sehr gut. Hat auch Spaß an der Arbeit, das freut mich auch. So, das heißt, jedes Tier wird ja auch von einem Tierarzt noch. Das sind jetzt die neuesten, das heißt Nummer 147 und... 45. Das sind jetzt 47 und 45. Hier haben wir die Vorhand. So, das ist jetzt die 47. Genau, und hier sieht man jetzt, das ist eine Batyu-Kreuzung. Das siehst du? Das sieht man, ja. Und zwar siehst du, dass die sind nicht jetzt extrem vollfleischig, wie jetzt so eine, ich sag mal, diese Limousin-Rinder, die ausgeprägte Keulen haben, sondern die sind ja sehr feinfasig. Die sind also relativ flach, haben eine gute Fettabdeckung. Das sieht man nicht. Wir haben im Vergleich zu denen nach vorne. Genau. Man sieht immer hier, also wie gesagt, das schimmert ein bisschen falsch durch. Das ist ideal, das werden sie zu doll verfetten nachher. Das wäre die rein Backen. Nein, die kriegen auch keine Entenmast, oder? Nein. Und was ja auch, ich sag mal, wieder für Peter spricht, die sind jetzt 3 Jahre alt. Das heißt, sie sind 3 Jahre, bis sie zum Schlachtreiter kommen. Normalerweise sind sie mit 18 Monaten, diese Mastbullen, wenn man das immer so sieht, die Fernsehen. 1,5 Jahre normalerweise. Relativ schnell hochgepowert. Haben sehr viel Feuchtigkeit im Fleisch, das sie natürlich auch vom Braten leider wieder abgeben. Denn wenn du reifes Fleisch hast, so wie jetzt diese Tiere, die 3 Jahre alt sind, die sind mit 250, 260 Kilo nicht die größten. Aber das, was du an Steak hast, das Steak, das bleibt auch so gut. Da verliert man ja keine Kraft. Und sag mal, das ist ja jetzt hier eine Wagyu-Kreuzung, aber das heißt ja nicht sofort, dass es gut ist. Doch. Wagyu bringt ja schon mal die Eigenschaften mit, das sind ja schon mal die Genetik. Also die sind vom Typ her sind sie sehr feinfasig, das kann man jetzt auch im Fleisch nicht erkennen. Okay. Das ist am Steg selber. Es ist zwar eine Kreuzung mit drin, ich glaube, da hat Herford mit drin. Herford ist ja auch eine super Fleischrasse. Davon jetzt so ein Mix. Aber du wirst garantiert einen schönen feinfasigen Steg behalten. Aber was ist jetzt das hier? Das sieht zu gelblich aus, das ja, hier. Das ist das Mais. Das, wie das Maishähnchen, genau, das Maisrind. Ist das so? Tatsächlich so, dass sie also einmal hängt das am Alter. Umso älter, umso gelber. Der ist auch wesentlich größer, ne? Das Ganze, genau. Und es ist natürlich auch eine andere Rasse. Das ist dann jetzt wieder, ich glaube, eine Angus-Kreuzung gewesen. Die ist aber nicht für uns. Die ist nicht für uns. Wie gesagt, ihr kriegt nur gute ausgesuchte Ware. Nicht jedes Rind. Nicht jedes Rind. So, davon haben wir jetzt zwei Stück. Davon habt ihr 2 Stück. Eins mitgenommen. Und das andere habt ihr auch schon angefangen zu verarbeiten, oder? Ja, genau. Jetzt haben wir noch ein 2. Rind von euch hängen. Das ist jetzt eine Herford-Mischung. Ich meine, das war die Herford und das ist ja jetzt ein reinrassiges Herford, oder? Das ist jetzt ein reinrassiges Herford. Wenn man jetzt wieder sieht... Ist das die 183? Das ist... Nee, der ist schon abgehangen. Der ist schon ein bisschen groß auch, ne? Ja, genau. 138, schauen wir mal, wer das ist. Weil das ist auch ein bisschen ab. Wie gesagt, das haben wir vor 3 Wochen geschlachtet und das lassen wir jetzt mal 4 Wochen hängen. Ja. Und nehmen das nächste Woche mit. Ja, genau. Also wir müssen auch alles festhalten, sonst komme ich auch durcheinander. Ne? Also wie gesagt, jedes Rind eine Nummer.
Aber hier sieht man mal wieder, dass es vom Typ her jetzt zu deinem Bagyu-Rind wieder eine andere Genetik. Die sind mehr auf Masse ausgelegt. Die haben größere Keulen, die sind so ein bisschen, auch nachher ein bisschen grobfaseriger. Okay. Wie Herford selber auch. Aber auch da wieder den Vorteil, dass sie ja mindestens 2,5-3 Jahre alt sind, bevor sie geschlachtet werden. Das heißt, das Fleisch ist super ausgereift. Hat mehr auch Aromatik einfach. Und wir sehen hier vorne immer noch, das ist für mich als Schlachter immer ein tolles Merkmal, die Dornfortsätze, die sind noch alle weiß und weich. Das zeigt für mich, echt, ja, das ist was Junges. Während wenn wir was Altes haben, dann sind die alle hinten am Ende nachher verknöchert. Ah, okay. Da guckt der Schlachter immer nachher drauf, wenn man nachher irgendwas aussucht. Das muss alles noch weiß. So, was ist denn jetzt und das Herford, was wir noch haben? Oder ist das hier die 37? Nee, Herford, was ihr noch habt, das hängt jetzt wieder. Das ist ja immer die Woche, die wir schlachten. Achso, das sind die frisch geschlachteten. Drüben sind die gemacht in die Reifekammer. Genau. Das ist in die wahre Schatzkammer, ja? Und das ist euer hier. Das ist jetzt die Nummer 116. Das sieht man, das hat schon einfach. Aber da habt ihr jetzt auch schon was für die Wurst von weggenommen. Nee, das habe ich jetzt von dem Forum. Guck mal, dieser ist noch komplett. Achso. Okay, da habt ihr nur die Viertel, die einmal gefüttelt. Ja, genau. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4. Und das ist das ganze Rind, was wir da noch haben. Aber da finden wir ihn wieder. Das ist die Nummer 116 mit 302 Kilo. Ja, wir sind immer so die 300. Das ist immer so. Das ist ideal. Die das ist Mittel. Ideal. Genau. Wenn man jetzt mal, kann man da schon den Querschnitt erkennen. Auch eine Marmorierung, das wird jetzt natürlich von dieser Reifung. Das sind diese Aminosäuren, die jetzt wirken. Das ist immer das dunkle Fleisch. Ja, der Verbraucher sieht ja immer in den Tresen im Supermarkt, das ganze Fleisch ist alles schön rot, alles schön knallig. Das ist eigentlich verkehrt, das ist Kundentäuschung. Denn durch dieses und dann haben wir auch noch so Licht, ne? Genau. Da haben wir ja noch extra Licht, das soll alles immer schön rot aussehen. Immer rot aussehen. Aber die Natur ist anders. Wie gesagt, durch diese Aminosäure, durch das Zersetzen, wird das Fleisch eher an den Schnittstellen dunkel und trocken. Und jetzt kommt diese zweite Phase sozusagen, das Zersetzen, diese Aminosäuren, die die ganzen Fasern locker machen, die Geschmack bilden, die Fasern, wie gesagt, zersetzen und das ganze zart machen. Und kriegt man, ist das Fleisch auch besser bekömmlich, wenn das länger gereift ist? Selbstverständlich, ja. Ist auch schon wie fast alles, ne? Fermentationsprozess. Ja. Genauso ist muss es. Muss ja schon irgendwie stattfinden. Man sagt immer bis zu 4 Wochen und dann nachher würde das auch irgendwann mal kippen. Dann muss man nachher, dann reden wir von diesem, auch was jetzt modern ist, wie heißt es noch, dieses Dry Age. Das ist ja vor Dry Age, das heißt, genau. Auch im natürlichen Rahmen. Ja, und Dry Age selber ist auch wieder, ich sag mal, man ist ja jetzt gerade, wo man sagt, auch mal Nachhaltigkeit, so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Verschnitt hat. Habe ich diese Dry Age, dann muss ich die ganz äußere Schicht nachher wegschneiden, dann würde noch mehr wegfallen. Und das wäre schade. Also, ihr habt jetzt schon Top Steaks, das ja, übertrifft jedes Dry Age. Ja, also genau. Das ist genau der richtige Maß der Reifung, die man einfach dann noch haben braucht oder die man auch einfach braucht. Und vor allem, ihr verwertet die Knochen, ihr verwertet das Rindfleisch, die Beine. Und wenn ich dieses Dry Age mache, dann kann ich die Knochen das nachher nicht mehr verwerten. Ich kann wirklich nur noch die Steakware, die natürlich dann auch top ist, aber das muss nicht sein. Ja, gerne. Dann fragen wir gleich nochmal Peter, was er uns sozusagen dann erzählen kann. Aber es ist halt so toll, auch die Kinder, ich meine, da gibt es ja noch viele von so Leute, die hier noch in der Umgebung Rinder züchten und zum Schlachthof sind auch noch junge. Ja, der Markt wird kleiner, wie gesagt, also die jungen Leute, die machen das kaum noch. Das sind die alten Leute, die das zu schätzen wissen. Die jungen Leute, die wollen die Steaks, aber wir wollen ja alles vermarkten. Ja. Das wird leider weniger.